Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ori and the Blind Forest. So, wir haben uns in der letzten Folge hier richtig schön in den Schwarzwurzelgängen umgesehen, haben eine neue Fähigkeit, den Lichtstrahl gefunden und jetzt hier, ja da, dieser kleine Appendix da am dunklen Bereich, ich habe keine Ahnung, wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Mir ist in der Zwischenzeit auch nichts eingefallen. Hier ist noch so ein fieser Laser. Hier oben. Nein. Ja. So, warte. Machen wir mal so. Hui. Können wir. Warte. Kann ich hier oben. Guck mal, da ist noch so ein. Als könnte man darauf stehen. Aber da oben doch nicht mehr. Kann man nach da oben? Nee. Ich komm hier nicht durch, nee. Nee, es funktioniert so nicht. Wie kommt man da rüber? Kann ich? Kann ich hier? Hallo, dankeschön. Kann man hier oben? Aua. So, warte. Kurz die Dinger mal explodieren lassen. Komm zurück. Ich will dich meucheln. Komm bitte. Na denn, hier, sehr schön. Einmal hier kurz. Kurz wegbremsen. Da muss es doch irgendwo eine Möglichkeit geben, ganz nach oben drauf zu kommen, oder? Und dann da oben rüber oder unten lang, aber da war alles voll mit Dornen. Da beim Laser sah es halt auch so ein bisschen aus. Das wurmt mich. Ich weiß nicht, wie zum Gehenkemann da hinkommt. Beziehungsweise könnte man hier den alten trockenen Ast irgendwie weg. Aus der Höhe komme ich da bestimmt nicht hin, wa? So, warte mal, ich werfe das Ding mal kurz hier hoch. Oh, verdammt, nein! Ah, verdammte Axt! Überhaupt nicht erwischt. So, warte, machen wir mal so. Bisschen zu krass. So wollte ich. Kann ich. Nö. Nee. Da passiert gar nichts. Null. Sieht überhaupt nichts. Schade. Hier hinten, das meinte ich. Aber wie soll man denn da durchkommen? Auch noch die Frage, ob man da eventuell über den Laser. Vielleicht fehlt uns noch was. Ich bin mir unsicher. Vielleicht fehlt da noch irgendwas. Aber. So. Oh, Schnuffbert ist wieder da. Schnuffbert kommt wieder zur Verbensung. Nein. Heute mal nicht. So, warte. Den schalten wir erstmal aus. Nicht, dass er wieder durch meine eigene Dummheit, ja, hier das Unleben finden. So, aber warte. So, den kurz weg. Den kurz weg. Dreifach Sprung. Traum. Aua. So, hier durch, da durch. Hier ist ein Hebel. Hier ist ein Hebel, den schnapp ich mir doch gleich mal. So, da, den. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, hier oben geht die Tür auf. Das ist so doof. Warum? Wieso? Weshalb? Warum? Hä? Hier hinten geht's noch. Ach nee, da geht's ganz raus. Warum geht jetzt hier die Tür nicht auf? Hallo, lassen Sie mich raus hier. Oh, es ist doch wohl. Muss ich jetzt. Aha.
Okay. Wir machen mal einen auf diesen. So, den kurz weggebamst. Dann könnten wir nach hier unten. Ich lasse mich einfach mal durchfallen. Hui! Piranhas! Die hatte ich schon wieder ganz vergessen. So, wir schwimmen. Und dann einmal hier rein. Das sieht so ein kleines bisschen nach Behausung aus, oder? Kann es sein? Ja. Kriegen wir wieder eine kleine Vision? Ach, Nahrung. Kriegen wir wieder eine Vision von der Vergangenheit? Verlust erlebt, wie wir auch. Auch wenn sie aus unserem Wald verschwunden sind, haben wir keine Zeit zu trauern. Erinnere dich an jene, die dahingeschieden sind. Dann werden sie ewig weiterleben. Ach, wohl wahr sein, wohl wahr. So, hier oben. Hier oben finden wir noch ein bisschen Erfahrung. Oh, es geht immer weiter. Immer weiter hinein. So, hier unten. Das wurmt mich da hinten. Das wurmt mich. Es ist schön hier. Und draußen vor der Tür. Draußen vor der Tür ist es so gruselig. Irgendeine Verderbnis, eine höhere Intelligenz auch. Wer baut denn so eine Laser auf vor allen Dingen? Da oben kommen wir nicht weiter. Hier ist aber auch wirklich Feierabend. So, wir könnten uns teleportieren. Da müssen wir hin. Also zum... Zum Hohlhain. Komm, wir lassen uns zum Hohlhain teleportieren. Wenn wir da nicht den Weg finden, dann zumindestens... Genau, dann zumindest ein paar. Dann zumindest eben auch hier, da auf der Seite. Oder da auch. Außerdem, oh verdammte Axt, wo war denn das? Nee. Mal hier oben? Nee, da sollen wir noch nicht hin. Da fehlt uns bestimmt auch noch irgendwas. Hier oben zum Beispiel. Wir haben jetzt Dreifachsprung. Also theoretisch müssen wir doch an sowas hier zum Beispiel rankommen. Und ich hab... Ach, verdammte Axt. Ich hab jetzt... War das hier? Hier war das. Da war das. Ich bin mir halbwegs sicher... diese beiden Gänge direkt übereinander, mit der einen Lebenszelle und mit der einen Mana-Zelle. Du erinnerst dich bestimmt, ich erinnere mich düsterlich. Es war hier hinten, oder? Es war da, ich habe keine Ahnung. Außerdem, da können wir mal versuchen. Wir haben Dreifachsprung, wir haben eine Aufladung, eventuell.
Eventuell kriegen wir das hin. Da ist auch noch was. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das sind noch so kleine Zipfel. Und vielleicht könnten wir jetzt auch noch da oben. Da ist auch noch ein Riesenbereich. Oh ja, also erstmal das Ding da holen und dann gucken wir mal. Wir gucken uns jetzt nochmal ein bisschen um. Wir haben ja Zeit, wir haben reichlich Zeit. Hui! So, auf in den Hohlhain. Müsste ich eigentlich jetzt hier oben. Hier oben müsste es sein. Guten Tag! Oh, hier sind die Gegner noch so schön einfach. Ein Traum. So, ihr könnt die... Genau. So, das Ding schnell geholt. Eigentlich nur auf die andere Seite. Jetzt könnten wir es auch probieren, auf die andere Seite zu kommen. Da oben hin. Da müssen wir hin. So. Oh, guten Tag. Und gleich ändert sich hier das Klientel. Ist ein Traum hier. Wie? Was? Nein. Ah, das ist doch... Wir gucken mal nach oben. Haben wir hier irgendwo eine Fackel oder dergleichen? Hier unten auch. Wie kriegen wir denn diese Tür bitte schön auf? Oder geht die auf, wenn wir da unten aufmachen? Wir probieren es einfach mal aus. So. Ich habe das Gefühl. Oh, wir müssen erstmal abfrühstücken. Sonst werden wir abgefrühstückt. Hallo. Wir waren schon lange nicht mehr da. Wir waren schon definitiv schon länger nicht mehr da. Aua. Also. Die hauen aber auch immer rein, die kleinen Popowürste. So. Dann einmal hier lang, einmal hier oben lang. Hallo, hallo, oh Spinne. Guten Tag. So, das Energietor kurz geöffnet. Dann hier einmal abgegriffen. Oh ja, wir haben eine Energiezelle gefunden. Nicht mehr viel, nicht mehr viel. So, wie kommen... Warte mal. Ist immer noch zu. Wie zum Henker kommen wir denn da ran? Dann müsst ihr hier oben... Dann müsst ihr hier oben... Müssten wir hier irgendwo... Da. Da ist sie. Und die Tür geht auf. Mega gut. So, dann hätten wir ja hier alles, wa? Dann müsste ich eigentlich nur wieder zurück. Ach nee, noch eins tiefer. So, einmal hier durch. Die nehmen wir schnell noch mit. Hier nehmen wir mal noch schnell mit. So, das ist immer so schnell wieder spawnen. Das ist echt krass. Okay, so, soll mir ja irgendwie recht sein. Dann kriegen wir ja reichlich Erfahrungspunkte. Guten Tag. Ich mach dich mal gut. Ich muss dich kurz meucheln, mein Freund. Aber nicht, dass ich denn hier, weißt du, wenn ich mich wieder doof anstelle. So. Oh, ich hab schon wieder ganz vergessen. So, und dann. Wir haben eine ganze Fähigkeitenzelle. Ich krieg die Dinger immer nicht auseinander. Ich dachte, das wäre nur ein bisschen. Hier, da drüben. Da möchte ich auch nochmal hin. Da ist auch noch ein riesiger dunkler Bereich. Außerdem auf der Seite. Auf der Seite. Also eigentlich möchte ich ja gar nicht hin, weil es ist ja hier Mount Doom. Ja, da wollen wir erst später hin. Dann können wir uns da schön die Pfoten verbrennen. Zuerst müssen wir ja... Ja, genau. Eine halbe Weltreise veranstalten. Aber den Bereich, der reizt mich noch extrem. Außerdem hier unten und da überhaupt und sowieso. Wir müssen alles, wir werden uns alles nochmal angucken. Alles. Wenn ich sage alles, dann fast alles. Weil irgendwas werde ich bestimmt nicht finden. Aber ich versuche mit klebrigen Händen hier und offenen Augen durch die Welt zu gehen. Heißt also, wir versuchen mal wirklich... Kann man hier nochmal rein übrigens? Versuche hier nochmal wirklich alles mitzunehmen. Weil, ja hier, da, siehst du ja. Oh Gott, haben wir viel liegen lassen. Kommt mal da rein. Da könnte man sich zumindest teleportieren.
Das werden wir auch nochmal ausprobieren. So, wo sind wir? Da sind wir. Wir möchten eigentlich nur einmal ganz zurück, ganz nach unten und dann möglichst nach oben. Und da ist auch noch so ein dunkler Bereich. Das sind doch die beiden. Das sind doch die beiden. So, wir haben einen Plan. Wir haben einen Plan. So, der Stachelspeck ist nicht mehr da. Sehr schön. Dann habe ich doch hier freie Bahn. So, warte. Ich muss nur nach unten. Und weich landen. Ach, sieht schön hier. Guten Tag, hallo, auf Wiedersehen. Das nehme ich mit. Upa. So, das kurz weg. Oh. Da unten müssen wir nicht mehr hin. Wir müssen mehr zusammenarbeiten. Mist. Aua. Nein. Das ist doch. Ich muss die Spinne benutzen. Es klingt jetzt irgendwie falsch. Es klingt ganz falsch. Es klingt falsch, aber ich muss. Ich. Nee, verdammt. Komm, schieß nochmal. Ist ein bisschen benommen. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich war hier schon. Warum? Warum war ich hier schon? Verdammt, das war Vergangenheits-Ich. Es ist doch... So, jetzt hier oben. Wie kommt man denn da drüber? Da muss man ja auf der anderen... Vielleicht muss man auf der anderen... Vielleicht über die andere Seite. Und hier geht's gar nicht runter. Ist sie wieder da? Nö. So, hier. Nein, verdammte Axt. Ah, es war knapp. So, warte. Wir gehen mal nochmal. Oh, guten Tag. So, warte. Ist die Spinne wieder gespawnt? Nein. Ah, es ist doch. Alles spawnt, ja. Alles spawnt immer und überall, ja. Wenn man es nicht gebrauchen kann. Wenn man sie mal gebrauchen kann, dann sind sie natürlich wieder da. Guten Tag. Ich muss ein bisschen meucheln. So, ich habe schlechte Laune. So, warte. So, hier hatten wir ja alles. Da oben hatten wir auch alles. Da könnten wir noch weiter, aber da möchte ich gar nicht weiter. Eigentlich möchte ich jetzt nur diese Spinne haben, damit wir uns mal weitermachen können. Hier, in diesen Bereich zum Beispiel rein, aber vor allen Dingen in den hier. Und da müsste ich irgendwie mal schauen, wie zum Henker wir Richtung Nebelwald kommen. Oder müssen wir wirklich hier oben lang? Wie kommen wir denn hier lang? Wie kommen wir dahin? Da muss doch hier irgendwo ein geheimer Geheimgang sein. Da. Einzige Möglichkeit. Ist wirklich die einzige Möglichkeit. So, ich guck mal jetzt, ob die Spinne nochmal wieder da ist. So, Spinne da? Spinne ist da! So, warte. Die. Da. Hallo, guten Tag. So, warte, den kurz weg. Haben wir hier hinten noch irgendwie was gehabt? Nö. Hier haben wir schon alles abgegrast. Da hatten wir wirklich schon alles abgegrast. Warum? Guten Tag. Die ist jetzt... Da ist sie! So, warte. So, hui! Sehr schön. Das Ding haben wir. Kann man den sprengen? Der sieht so... Ich will da durch. Da oben. Wie kommen wir da durch? Nö, das funktioniert so nicht. Aber du musst ja wieder hier hoch. Kann ich es irgendwie rüberwerfen? Nee, ich müsste da unten stehen oder müsste ich es nach da oben werfen? Damit was passiert? Ich habe keinen blassen Schimmer, Alter. Wie? Na komm, mach doch. Ah, es ist doch. Nein! Upa.
So, wenn ich jetzt... Nein, hör doch mal auf. So, aber... Wie... Und hier geht's ja auch nicht weiter. Die Tür da drüben ist verschlossen. Ich hätte mal... Aber denn... Ach, Stichflamme wäre... Ja, wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber es hat ja nicht blau geleuchtet. Also wir haben keinen Indiz dafür bekommen, dass wir das damit irgendwie... Weiß ich auch nicht. Hallo? Hallo, schießen Sie bitte nochmal! Aua, nein, verdammt! Komm, bitte, bitte, bitte nochmal! Nee. Nee, nee, nee. Nee. Ich könnte es mal auf der anderen Seite probieren. Guten Tag. Ach, verdammte Axt. Und sie ist wieder tot. Oh nein. Oh, okay, gut. Ach, das ist... Ach, wenn man... Genau, reingesprungen. Das ist so doof. Wenn man immer von anderen abhängig ist, ja. Hm, ist immer ein bisschen käsig. So, Portal, Portal, Portal. Dann würde ich mich am liebsten dahin beamen. Oder wir laufen jetzt einfach schnell durch. Ach, ist ja auch nicht so weit. Ist wirklich nicht so weit. So. So, einmal schnell. Oh, guten Tag. Mit Ihnen habe ich jetzt schon gar nicht mehr gerechnet. So, warte. Das ist echt gut. Also mit dem Doppel, mit der Doppelstichflamme ist wirklich geil. So, oder? Hier einmal rüber. Sie ignoriere ich jetzt einfach. Tut mir leid. Manchmal muss man Menschen und Stachelspecke einfach mal ignorieren. So. Dann. Einfach nur hier weiter. Wir gehen unten weiter. Genau, nicht oben. Wir müssen einfach nur nach unten. Wir müssen hier rein. Aua, was ist denn? Warum? Ich bin verwirrt. Nee, hier sind nicht... Hier ist es nicht. Wir müssten... Ach, eins weiter unten mit der Vierertür. So, warte. Ja. Oh, da drüben ist ja... Wie? Warum? Wie komme ich da hin? Wie? Oh, hier. Oh, das ist aber ein bisschen mies. Sehr schön, eine Fähigkeitenzelle gefunden. Wir haben ja schon 5 Punkte. Wo kommt die denn her? Ich will mich nicht beschweren. Definitiv nicht. So, ich speichere schnell mal ab. Dann war es hier. Definitiv, ja. So, sehr schön. Hier einmal speichern. So, dann verschaffen wir uns da unten. Hallo, guten Tag. Sehr schön. Tut mir leid, Sie müssen leider sterben. So, hier ist noch ein Springaffe. Herr Springaffe. Wenn er schon mal hier ist. So. Ich rieche jetzt überall irgendwie, die Feinde sind nicht nur, für Erfahrungspunkte da, sondern mich in der Welt hier einfach mal weiterzubringen. So, warte, wir machen nochmal kurz eine Speicherung. Oh, hoppala, den ganzen Arm lang, wir müssen das zelebrieren. Ach, Ultraverteidigung. Endlich kann ich beim Spielen auch mal gut aussehen. So, sehr schön. Da unten, da möchte ich hin. Da. Das ist aber interessant mit dem Laser. Das ist aber cool. So, oder? Wir müssen erstmal ein bisschen schieben. Ein bisschen ziehen und dann können wir schieben. So, das haben wir. Hier oben. Ich hole mir erstmal die, oder? Kommen wir dann wieder hier rauf?
Große Frigie? Ich gehe erstmal hier oben gucken. Oh, guten Tag! Sind Sie denn her? Oh ja, sehr, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, warte, kriege ich das? Nein. So, warte mal, kriege ich das hin? Irgendwo ist irgendwas aufgegangen. So, den kurz wegbremsen. Wo sind wir denn? Okay. Wo sind wir denn hier? Okay, da ist noch so ein Fallschleim. Oder? Wer möchte gerade nicht fallen? Oh, ach mein Gott. Ach, immer ist irgendwie eine komische... Irgendwas Komisches davor. Wie, was, wie wir überhaupt sowieso... Nee, warte. Aber ich habe eine Idee. Da komme ich nicht rauf. Also, nehmen wir mal kurz. Nehmen wir mal kurz eine Energiezelle. Nein, verdammt. Das... Hallo? Warum? Da komme ich nicht drauf. Diese kleine, diese eine Ecke da. Nee. Nee, da kann ich mich dran festhalten. Wie komme ich da rauf? Kann ich hier einfach im Wasser sitzen? Im Wasser kann ich nicht. Im Wasser kann ich nicht. Muss also hier sein. Muss da sein. Wird da lang fliegen. Wenn ich... Oh, jetzt habe ich keine Mana mehr. Ist die Kacke. Ah, jetzt müssen wir uns Mana besorgen. Wie komme ich? Das war... So, warte. Werden wir hinkriegen. Irgendwie müssen wir ein bisschen nach da oben. So, ist er jetzt wieder da? Ja, er ist wieder da. Verdammt. Ach, nee. So, warte. Oh Gott. So, was eine Herausforderung. So, wir haben eine Energiezelle. Sehr schön. Komme ich immer noch nicht ran. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie sich das gedacht haben, wie man das machen soll. So, sehr schön. Richtig geil finde ich es jetzt auch, dass ich nicht speichern kann, sondern, ja, das wäre jetzt hier einfach mal. Weißt du, jetzt muss ich auf mein... Jetzt muss ich... Genau, auf mein... Auf mein Geschick quasi vertrauen. Oh, hoppala. Das wollte ich jetzt gar nicht. So, den kurz weg. Dann speichern wir hier mal ab. So, wo zum Henker? Oh, hier könnte ich jetzt runter. Hier soll man nicht runterfallen. Nein, nein, nein. Tschüss, machen gut. So. Kannst du hier mal anders auf den Keks gehen da unten? Oh, hoppala. So, die schnell weg. Sehr schön. So, jetzt große Frage. Große Frage. Okay, gut, ja, da kann ich runter, ist kein Problem. Sehr schön. Oh! So, den kurz weggebamst. Kann ich hier... Ach, hier wären wir auch noch durchgekommen. Kein Problem, also, warte mal. Ich speichere hier mal ab. Ich kann hier in diesem Bereich. Ach so. Machen wir es hier. Dann schieben wir mal den Klotz nach vorne. Und dann werden wir uns mal das Mana besorgen. Oh ja. Oh, das wird so gut. Ach, das wird so gut. So. Hier dran. Hier drauf. Oh ja. Und da haben wir die Energiezelle. Oh, es wird doch langsam. Es wird langsam. So, hier runter. Hier rüber. Kann ich jetzt... Ich könnte jetzt hier einfach nur runter. Ich könnte jetzt hier einfach nur runter. Da drüben.
drüben wäre natürlich auch noch so ein verlockender Bereich. Und dann könnten wir da einfach hier, da, diese kleine dunkle Zunge. Und dann könnten wir uns hier so hoch machen und dann wären wir wieder da. Ich glaube, das machen wir noch. So, ihr könnt jetzt hier einfach runter. Wir beeilen. Oh, hoppala. Haben wir hier gar nicht gesehen. Was zum Henker? Ach so. Nee. Die können wir noch wegbremsen. Ist kein Problem. Sehr schön. Hier. So, das schnell. Hier. Hier möchte ich gerne rauf. Oh ja. Und noch eine Fähigkeitenzelle. Heute geht ihr ja wie Brötchen backen. Was zum Henker? Was ist denn hier los? Was zum... Erkenne mich kaum wieder. So, jetzt muss ich eigentlich nur hier zur Seite. Dreifachsprung. Ich hab's euch gesagt. Dreifachsprung. Ich bin nur ein halber Let's Player ohne Dreifachsprung. So. Ich könnte... Ist völlig wurscht, wo ich lang gehe. Waren wir da oben schon? Also hier waren wir bestimmt schon. Hier waren wir bestimmt schon. Genau, den Hebel. Ja, das haben wir schon alles gemacht. Das ist alles überhaupt kein Ding. Zup. Und hier einmal rauf. Genau. Mit dem Geisterbaum im Hintergrund. Ich würde hier einfach mal ganz frech abspeichern. Und mit Blick auf die Uhr. Ich würde sagen, das ist unsere größte Möglichkeit, wahrscheinlich hier, ja, in die Elendsviertel zu kommen. Mein Gott. Oder werden wir mal, ja, dann werden wir mal ein bisschen Miete hier bei den Gumon eintreiben irgendwie, ja. Nur weil das Elendsviertel heißt, ja, kann ich da nicht mit einer dicken Karre, ja, irgendwie auffahren und mal eben 100% mehr Miete verlangen. So, was sollen sie denn machen irgendwie? Wollen sie hier oben auf Mount Doom wohnen? Ich glaube wohl kaum. Ich glaube wohl kaum. So, das und noch viel mehr in der nächsten Folge. Wir können gespannt sein, was uns da dann erwarten wird. Bis dahin habt noch eine wunderbare Zeit. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao.